Erzähl mehr über die Artefakte im Lagerhaus. Die haben da alles Mögliche. Sogar einen Sarkophag haben sie angeschleppt. Was ist das für ein Sarkophag? Ach, das ist ein Klotz aus massivem Stein. Wo steht dieser Sarkophag? Im vorderen Lagerhaus. In dem, das näher an Pettys Kneipe ist. Dort im oberen Stockwerk. Du musst hintenrum rein, allerdings ist eine Tür davor. Aber wenn ich dich richtig einschätze, dürfte die für dich kein Problem sein. Wolltest du was? Auf jeden Fall wollte ich nicht 100 Gold für nix verlieren. Den Sarkophag. Haben wir da schon mal einen Sarkophag aufgemacht? Ich weiß es nicht. Wir waren ja schon mal da. Und auch mit Schlossknacken. Also wenn wir gründlich waren, dann müssen wir den schon mitgenommen haben. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Ist auch schon so ewig her. Aber was man hier noch kurz... Die 25 Erfahrung nehmen wir mit. Hintenrum im vorderen Lagerhaus, was näher an Pettys Kneipe ist. Das ist welches? Hier. Da oben drin oder wie? Wir müssen auf jeden Fall hintenrum rein. Das heißt, wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier waren wir noch nicht. Na, siehste. Und nochmal von vorne. Jawohl. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ah. Ach, guck mal. Ja, passt ja. Hier steht was über Artefakte. Interessant. Da steht eine Warnung vor ruhelosen Gebeinen in einigen Sarkophagen. Okay, gut. Skelette greifen aus dem Sarkophag an. Das, oh, Schleichen. Das kennt man ja eigentlich. Ach, cool. Aber ich bezweifle, dass sie hier angreifen werden. Mana-Trank und die Gebeine mitnehmen. Sehr schön. Ein echter Grabräuber. Und in diesem Sarkophag? Bernstein-Teller-Pokal. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so toll ist. Die Ausbeute hier. Wenn irgendwie 500 Gold oder so rumliegen würden, dann, das wäre natürlich was anderes, aber ein Bernstein, na gut, können wir uns zur Not ein paar Ringe schmieden. Nee, hier draußen ist nichts. Dann hauen wir mal wieder ab. Ja, das müssen wir ja gar nicht darüber, wir waren jetzt ja gerade schon bei den Sarkophagen. Dann gucken wir jetzt doch endlich mal, was der Kapitän Romanov zu sagen hat, sollte er noch dort herumlungern. Das ist nämlich die Frage. Weitergehen, Bandit. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, Sir. Der patrouilliert hier und bewacht Schiffe, aber da war mir auch schon drauf, da ist nichts. Die Tür ist offen, aber ich glaube, die war es auch schon vorher, als wir da waren, also als wir reingegangen sind. Und der Romanov ist weg. Und der Dick beschäftigt sich sicher immer noch mit der... Natürlich, mit der Annika. Reden. Die Hallo, Annika. Reden. Bei denen geht's auch nicht weiter. Oder sie sind schon in der 20. Runde. Das kann natürlich sein. Da wollen wir mal lieber nicht weiter stören. Und was ist unsere nächste Anlaufstation? Wir gehen jetzt noch in die Gosse. Und quatschen da alle möglichen Leute an. Und Tilda haben wir jetzt natürlich auch wieder übersehen und sind dann der vorbeigerannt. Ja, super. Und dann gehen wir halt noch zu Tilda. Wenn wir sie treffen und dann zu Patty. Dietriche. Hast du noch was anderes als Dietriche? Ich brauche ein paar Dietriche. Anscheinend schon, aber das meiste haben wir ja verkauft da. Perlen. Kochrezept. Pokale. Das ist abzukaufen. Das wäre ja sinnlos. Wenn man es ja wieder verkauft dann. Dankeschön. Bessere Dieb werden. Das bringt's nicht. Wir haben keine Lernpunkte. Aber der Nelson, der sagt, was man ist, natürlich nicht.
Ey, wie läuft es denn eigentlich bei deinem Fischstand? Was hast du für Fische? Die Fliegen verheißen auf jeden Fall nichts Gutes. Geh mal kurz hier lang. Ach, das ist unser Schlafraum, unser Haus. Stimmt, beziehungsweise das von Stahlbad, aber der ist ja gerade nicht da. Dann kann man einmal kurz hier bis zum nächsten Abend schlafen und heilen uns. Wir waren ja angeschlagen. So, ups. Dann geht's mal weiter. Aber ich denke... Was willst du hier? Oh, ich will nur guten Tag sagen. Aber ich denke, unsere ganzen Bemühungen werden umsonst sein. Lass mal deine Waren sehen. Hier irgendwas Interessantes zu finden. Eine Halskette. Ohne Effekt ist das sinnlos für uns. Wir könnten theoretisch Holz sägen. Aber das hat das Sam-Manditenlager ja schon zu Genüge getan. Machete. Holzschild. Kleiner Heiltrank. Offiziersrock. Cool. 7 Dietriche. Mal da den Vorrat ein bisschen aufstocken zur Sicherheit. Ach, wie geht's denn den beiden da oben? Sind die mittlerweile gesund? Ich kann dir nicht helfen. Ich will doch nur schlafen. Anscheinend nicht. Und ob das jemals was wird bei der Genesungsgeschwindigkeit von der Frau? Das wage ich zu bezweifeln. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob es hier irgendwelche neuen Quests gibt, aber irgendwie... Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Willkommen in der Bande. Ist das Ganze sehr ernüchternd. Wir haben bei Alvaro ein bisschen was zubekommen an neuen Sachen. Die Tiere sind mir wichtig. Ja. Wichtiger als du. Verschwinde. Deswegen habe ich sie auch umgebracht. Hau schon ab. Weil niemand darf wichtiger als ich sein. Und gut, den Sarkophag oder die beiden Sarkophäge und den Schrank haben wir. Sarkophäge oder Sarkophags? Sarkophage, oder? Den Sarkophag und den anderen haben wir ja erfolgreich ausgeräumt. Das war auf jeden Fall noch eine gute Sache, aber sonst ist ja echt alles nichts. Ich brauche ein paar Sachen. Nichts. Das lohnt sich hier nicht, nochmal vorbeizuschauen. Das ist alles... Schade, dass du dich für den Weg des Jägers entschlossen hast. Naja, wünsche dir trotzdem Glück und die Kraft für deine schwierigen Aufgaben auf dieser Insel. Vielen Dank. Ach, der Belschwur ist schon ein Netter. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Dieser Stein hier ist nach den alten Schriften zu urteilen ein Teleportstein. Ein sehr netter. Hier. Nimm ihn. Oh. Du kannst ihn sicherlich gebrauchen. Juhu! Oh, Alter, der Belschwur, der ist echt nun? Der coolste von allen, muss ich sagen. Gibt's Probleme? Und da haben wir unseren Teleportstein. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier vorbeizuschauen in der Hafenstadt. Alles voll toll. Nein, jetzt nicht. Das lohnt sich nicht, hier vorbeizuschauen. Du kannst was über die Jagd beibringen. George, hasse. Ich will was trinken. Was darf's denn sein? Bier. Nee, der hat... Echt nur trinken. Aber wenn der jetzt gerade mal hier draußen vor der Tür steht, dazu sind wir sonst nie gekommen. Na also. Ich meine, wir sind ja immer noch ein ehrlicher Bandit. Da muss man auch auf seine Prinzipien achten. Ein Fläschchen. Oh, eine leere Spruchrolle hängt da an der Wand und ein Kochrezept. Cool. Liegt nicht einfach mal so auf dem Boden rum oder so, sondern schön an der Wand befestigt. Das ist detailreich, das finde ich gut. Das Zeug da oben können wir nicht ran. Den Besen klauen wir natürlich auch. Soll ja hier nicht sauber werden, sondern schön dreckig. So gefällt mir das. So, hier ist auch eine Goldmünze. Die Fische können wir leider nicht mitnehmen. Gut, das war's. Danke. Und tschüss. Dann waren wir jetzt ja wieder überall. Ach nee, da oben waren wir noch nicht.
Dann gehen wir gleich zu Tilda und dann zu Patty. Ist ja vielleicht jemand? Nein, hier ist nur diese Schatztruhe. Aber ich glaube, die haben wir auch schon ausgeräumt. Oh. Und nochmal von vorne. Der Dieter ist. Ach, Mann. Von vorne. Ja, siehst du, gut, dass ich hier ein paar Dietrische gekauft habe. 102, ja, das ist... Ach, die Rune für Illusion erschaffen, das ist natürlich schön. Hat sich also im Endeffekt auf jeden Fall gelohnt, nochmal hier in die Hafenstadt zu gehen. Kann man hier vielleicht noch weiter hoch? Ein Druidenschierling, ach, guck mal. Ist das schön. Endlich haben sie mal was versteckt. Für die Erforscher unter den Spielern. Ah, ich bin... Oh, 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 oh. Wo bin ich? Hier. Dass wir dann noch runterfallen und tot sind. Aber jetzt kann man hier eine kleine Abkürzung nehmen. Nap. Haben uns ein bisschen Weg gespart. Das hat ja so eine Abkürzung an sich. Sehr gut. Dann jetzt die Tilda. Wo ist die? Die war bei Konrad, dem ein Gemischtwarenhändler. Bei dem haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht vorbeigeschaut. Ach, da hätten wir da hochgehen müssen. Sind wir gar nicht... Ah, okay, alles klar. Sind wir gar nicht hier vorbeigegangen. Ich habe mit William gesprochen. William, der gute Junge. Wie geht es ihm? Er ist in der Vulkanfestung und trainiert. Keine Sorge, er kann auf sich aufpassen. Willem Dafoe. Ich habe deinen jüngsten Marvin gesehen. Wirklich? Ja, Familie, er hockt in einer verlassenen Jagdhütte nördlich der Stadt. Oh, das ist beruhigend. Danke für diese gute Nachricht. Ja. Hoffentlich passt er auf die wilden Tiere auf. Der Wald ist sehr gefährlich. Ja, so gut geht's ihm eigentlich nicht. Nun hast du von all deinen Söhnen erfahren. Ja, ohne deine Hilfe wäre das nicht gegangen. Ich danke dir. Du bist ein guter Mensch. Ich weiß. Ich wünsche dir alles Gute auf deinen Wegen, die du beschreiten wirst. Vielen Dank. Die Tilda ist auch eine nette. Was Besonderes? Ja, so viel dazu. Konrad, wach auf. Will was kaufen. Wo bist du? Konrad. Konrädchen. Was hast du hier zu suchen? Ich will deine Ware sehen. Zeig mir deine Ware. Okay, gut, das hat sie gerade erledigt. Ich bin schon weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann bringe ich wieder ein Gastgeschenk mit. Sowas zum Beispiel. Wir hatten doch vorhin ein Kochrezept gefunden. Was für eins es ist, weiß ich natürlich nicht. Erhöht Geschicklichkeit dauerhaft. Gewürzbeutel. Wo findet man sowas denn? Rohe Scholle. Muss man sie wahrscheinlich kaufen. Aber Geschicklichkeit braucht man ja eh nicht. Ah, okay. Oha. Ich habe mich gerade gewundert, was für eine Liste das denn ist. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu Carlos. Vielleicht weiß der ja was Neues. Obwohl das auch stark zu bezweifeln ist. Carlos, wo bist du denn? Verschwinde, Bandit! Nö. Carlos. Carlos? Carlos, wo bist du? Ich suche dich, mein Freund. Wir haben ein Gespräch zu führen. Alter, Carlos, wo bist du? Der liest immer noch. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Captain Obvious. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Jetzt. Ach, dem geht's gut. Kann ich... Na, schade. Ich wollte da durch das Loch fallen. Schauen, ob das funktioniert. Aber das war ja gerade nicht so erfolgreich. Gut, dann kommen wir jetzt ja... Jetzt haben wir die Hafenstadt erfolgreich abgeklappert und vor allem haben wir den Teleportstein. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt ja zu Patty gehen. Und die mal fragen, was Sache ist.
haben sie wohl doch kein Interesse an ihm. Okay. Die Patty, die ist. Da müssen wir zu Sonja. Ist ja wieder ein Umweg. Oder wir fragen den Typen, ob wir da vorbeikommen. Oder wir gehen einfach hier durch den Geheimgang. Das ist mit Sicherheit die schnellste Methode. So, hopp, hier lang. Dann hier durch und links rum. Aha. Sagtest du also, das ist ja interessant. Patty, wie ist es denn so ganz alleine am Strand, hä? Bisschen langweilig, oder? Kennst du einen Mann namens Balturo? Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So, so. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Danke für die Nachricht. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat es mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Das klingt ja interessant. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Super, ein Rätselspielchen. Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Na dann. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Das ist ja hervorragend. Ich glaube, mit Gräbern kennen wir uns inzwischen eigentlich aus. Dann kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Naja. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Als da wären. Was kannst du mir beibringen? Akrobatik. Das wäre natürlich schön. Dann könnten wir den Ring loswerden. Aber gut, wir haben keine Lernpunkte. Das ist natürlich das Problem. Alles klar, lauf, ich werde dir folgen. Warte kurz, müssen wir noch irgendwas hier bei der Hafenstadt erledigen? Das ist nämlich die Frage, bevor wir da losgehen, nicht, dass man dann wieder zurück müsste. Obwohl, wir haben jetzt einen Teleportstein. Das ist natürlich praktisch in der Hinsicht. Hafenstadt. Nö. Das ist bei Welt, oder? Banditenlager, Vulkanfestung, alles. Ach, da haben wir jetzt noch gar keine Quest bekommen dafür. Ja, okay, gut, dann. Speichern. Patty! Warte noch kurz. Haben wir... Ja, wir haben inzwischen ein bisschen gebratenes Fleisch zu machen, bekommen. Wir haben rohes Fleisch, was wir zu gebratenem Fleisch machen können, bekommen. So, so, dann komm mit. Oder? Alles klar. Lauf vor. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Ja, das wird bestimmt andersrum sein. Auf zur Westküste! Das ist doch das, wo wir vorhin waren. Da, wo diese Skelette waren, oder? Ah, dann kannst du uns vielleicht helfen, die wegzuhauen. Komm weiter! Ja, jetzt reg dich mal nicht auf! Das ist natürlich hervorragend, wenn wir das nicht alleine machen müssen. Patty, warte! Hier sind Seegeier, die müssen wir weghauen. Meine Erfahrung. Sorry. Reg dich bitte nicht auf. Es war ein Versehen. Jetzt machen wir ein Sandwich. Los. Mir nach. Oh Gott.